Stimmt schon, danke. Danke. Nein, die Blumenbouquets werden dann am Morgen angeliefert. Nein, die Lilien gehören neben den Altar. Ja, genau so. Okay, mein Verlobter wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, ja? Dankeschön, wiederhören. Anruf beantworte. Ach, Patrick, geh doch ran. Mensch, wo steckt denn der schon wieder? Hi, Patrick. Du, es geht um deinen Hochzeitsgott. Du müsstest noch mal zur Anprobe kommen. Dringend. Ruf mich bitte gleich zurück, ja? Miss Dean? Ja? Mr. Slaughter wartet schon ganz dringend auf Ihre Entwürfe. Ist alles fertig. Sie können sie ihm gleich bringen. Gut, danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist doch schon fast Mittag. Du hast ja keine Ahnung, was heiraten für ein Stress ist. Oh doch, und genau aus diesem Grund habe ich mich ja von Mike getrennt. Oh. Zugegeben, das war nicht der einzige Grund. Susan, gib ihm eine Chance. Er ist der Vater deines Kindes. Ein Kind braucht seinen Vater. Ja, aber nicht um jeden Preis. Ich bin schwanger. Doch er sagt, er hat keine Lust, Vater zu spielen. Also muss ich das Kind wohl allein großziehen. Ach, auf der Diskette ist das Layout für den neuen Bildband. Oh, gut. Ich werde dich so vermissen hier. Was haben Sie sich dabei eigentlich gedacht? Mr. Slaughter, ich habe doch nur das eingearbeitet, was Sie von mir wollten. Ich wollte aber keine Broschüre für den Zoo von Truro, sondern einen Titel für unsere neue Jugendbuchreihe. Ein Papagei als Hauptmotiv, wirklich. Sehr originell. Mr. Slaughter, Sie haben mir doch gestern gesagt, dass Sie diesen Papagei unbedingt... Es kommt aber auch auf die Umsetzung an. Sie sind Grafikerin, nicht ich. Auch wenn ich davon bislang noch nicht sehr viel gemerkt habe. Ich habe die ganze Nacht daran gesessen, um die Entwürfe nach Ihren Wünschen zum 10. Mal umzuarbeiten. Dann machen Sie es auch noch zum 11. Mal. Mr. Slaughter? Ja? Ich fürchte, wir haben da ein grundsätzliches Problem. Wenn Sie meinen, dass ich keine Grafikerin bin, dann tut mir das sehr leid für Sie. Ich möchte, dass die Entwürfe bis heute Abend fertig sind. Dann malen Sie sich Ihren Papagei doch am besten selbst. Susan, ich rufe dich an, ja? Und hier habe ich mir gedacht, wenn wir die Mauer wegnehmen, hätten wir nämlich die Treppe wieder frei. Und das werde ich morgen noch mal mit meinem Bruder und der Baufirma besprechen. Ja, alles klar? Gut. Super. Hallo, stört euch. Hey, Eleanor. Komm rein, du störst nie. Schmeißer. Na, alles klar? Mhm. Außer, dass ich keinen Job mehr habe. Und seit Stunden vergeblich versuche, meinen zukünftigen Mann zu erreichen und in einer Woche heiraten soll, geht's mir eigentlich ganz gut. Ich, dir wurde gekündigt, oder was? Nein. Ich habe alles hingeschmissen. Hallo, Laura. Hallo, Miss Dean. Ja, ist doch wunderbar. Gratuliere. Da kannst du doch endlich das tun, was du schon immer tun wolltest. Hm. Na, weißt du was? Das müssen wir feiern. Nein, du, ich muss noch mein Brautkleid abholen. Patrick sollte eigentlich mitkommen. Den könnt noch mal probieren, aber er ist ja nicht sehr reich. Na, das könnte doch ich machen. Hm? Das müsste ungefähr meine Größe sein. Was? Du würdest dich dafür opfern? Wozu hat man sonst einen Trauzeugen, hm? Na komm. Danke. So, also die Länge passt, aber hier scheint es mir so ein bisschen... Ach je, nimm doch erst mal einen Schluck. Das beruhigt die Nerven. Das ist doch immer das Gleiche. Wenn die Herren vor den Altar ziehen, dann verlieren sie meistens 5 Pfund Gewicht vor Angst. So. Hm? Wahnsinn, das ist ja... Ja? Du siehst ja umwerfend aus. Danke. Der Bräutigam ist zu beneiden. Hey. Was gibt's denn da zu weinen? Du, ich weiß auch nicht, was ich hab. Ach, das geht vielen so. Das wird der schönste Tag ihres Lebens werden. Bei dem Mann. Ach, den will ich doch gar nicht heiraten. Ja, es geht nur um die Länge. Der Bräutigam hat ja keine Zeit. Ich verstehe. So, und jetzt wird gefeiert. Ja, dann Prost! Oh, Patrick. Weißt du, wie oft ich davon schon geträumt habe? Oh, wahrscheinlich genauso oft wie ich. Thank you.
Was tust du denn schon hier? Hallo, Elinor. Elinor, bitte lass mich das doch erklären. Was willst du ihr denn da noch bitte erklären? Na eben, das... Elinor, es ist nicht so, wie du denkst. Es tut mir leid, Elinor. Mir tut's auch leid. Elinor, bitte, ich kann mir ja vorstellen, wie dir jetzt zumute ist, aber... Nein, das kannst du nicht. Nicht mal annähern kannst du dir das vorstellen. Da? Vielleicht passt's ihr ja. Talbot hier, kann ich bitte meinen Bruder sprechen? Tut mir leid, Ihr Bruder hat gerade Besuch von Mr. Marco. Da möchte ich eigentlich nicht stören. Ja, sagen Sie meinem Bruder, dass ich morgen in Brido Place bin, ja? Richtig aus. Wunderbar, danke. Schönen Abend noch. Wiederhören. Auch wenn Sie die Revision gewonnen haben, ich werde so lange nicht aufgeben, bis Sie für Sarahs Tod bezahlt haben. Das schwöre ich Ihnen. Sie haben Sarah umgebracht. Warum können Sie sich eigentlich nicht damit abfinden, dass es ein Unfall war? Weil das gelogen ist, das wissen Sie genauso gut wie ich. Sie konnten mich noch nie leiden, Marco. Weil Sarah sich für mich entschieden hat und nicht für Sie. Also hören Sie auf, Ihre persönlichen Aversionen mit Fakten zu verwechseln. Das schadet Ihrem Ruf als Staatsanwalt. Tee? Irgendwann, Torbert, machen Sie einen Fehler. Und dann sind Sie dran. Das schwöre ich Ihnen. Tom, ich... Ja, komm jetzt mal rein. Du bist ja total nass. Zieh das Teil doch mal aus. Tom, ich weiß nicht, wo ich nicht... Was ist denn passiert? Was, Patrick, wo du bist? Bitte erwähnt diesen Namen nie mehr in meiner Gegenwart. Na komm, ist ja gut. Jetzt nimmst du erstmal ein heißes Bad, ja? Ich mach dir einen Tee, ja? Und dann reden wir darüber. Komm. Also eine gute Seite hat die Sache, ja. Ich spare mir die Scheidungskosten. Bist eben auf einen Idioten reingefallen. Ja, weil ich selber einer bin. Sag mal, wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich? Seit diesem... bescheuerten Tanzkurs damals in der Schule, wo du ständig mit mir tanzen musstest, weil ja sonst keiner wollte. Weil das auch alles so Idioten waren wie Patrick. Hey, hey, was war denn das? Was? Du hast gelächelt. Nein. Doch? Nein, niemals. Da, schon wieder. Also jetzt hör auf. Was soll ich denn jetzt machen? Also du gehst erstmal schlafen. Und morgen früh kommen wir nach Freedom Place raus. Und dort kümmere ich mich um den Umbau. Und du kümmerst dich um dich selbst. Ach Tom, ich weiß nicht. Keine Widerrede. Meeresluft wird dir gut tun. Tom. Sag mal, ist Freedom Place wirklich so schön wie auf dem Bild in deinem Büro? Nein, tausendmal schöner. Hier, falls du Nachschub brauchst. Gute Nacht. Am besten mal so stehen. Walter, lass uns doch erst mal reingehen. Nur eine Sekunde.
So, und jetzt noch eins von dir. Lass uns erst mal reingehen. Keine Widerrede, Ruf. Ja, so. Und jetzt lass uns endlich reingehen. Zu Befehl, Mann. Mensch, Tom, das ist ja traumhaft schön hier. Genießt das auch immer, wenn ich rauskomme. Herrlich, hä? Wunderschön. So, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Prido Place. Danke. Danke. Und sollten Sie noch irgendwelche Wünsche haben, dann wenden Sie sich bitte an mich. Sagen Sie, könnten Sie uns noch eine Flasche Champagner aufs Zimmer bringen lassen? Ist alles bereits geschehen. Und das sind Ihre Schlüssel für die Flitterwochensuite. Danke. Ne? Das nenne ich Service. Spät gefreiter, nie gereut. Oder zum 100. Mal verheiratet. Mr. Talbot. Hallo, Catherine. Na, wie geht's? Naja, immer im Stress, aber ich will mich nicht beklagen. Catherine Ralston, die Managerin und der gute Geist des Hauses. Eleanor, die. Freut mich, Sie kennenzulernen. Guten Tag. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie zu zweit kommen, dann hätte ich ein größeres Zimmer reserviert. Nein, nein, ich glaube, es ist ohnehin besser, wenn Sie ein Einzelzimmer für mich haben. Wir sind nur gut befreundet. Verstehe. Sie haben Glück. Eines ist noch für die nächsten 2 Tage frei. Oh, wie schön. Wo ist denn mein Bruder? Tja, Mr. Talbot hat Besuch. Mhm. Von Mr. Marco. Ei, ei, ei. Nimmt das nie ein Ende, hä? Ja. Na? Mhm. Du wirst sehen, wie schnell du dich hier erholen wirst. Mein Problem ist nur, dass ich daran denken muss. Wie er da lag mit dieser Frau. Es war so demütigend. Hier gibt es so viele Dinge zu entdecken, dass du gar keine Zeit hast zum Nachdenken. Ach, Tom. Frederik, störe ich? Nein, überhaupt nicht. Hallo, na, komm rein. Das ist mein Bruder. Elio Nadine, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Ach, wirklich? Also ich finde, ihr solltet du sagen. Frederik, Eleanor, gerne. Ich muss mich noch um ein paar Dinge kümmern. Wir sehen uns später beim Abendessen. Vielleicht. Frederik, du solltest noch mal einen Blick auf die Pläne werfen. Später. Er trauert immer noch um Sarah, nicht wahr? Er badet im Selbstmitleid. Na komm, ich zeig dir das Dorf. Okay. Die Zeit, die ich mit dir verbringen darf, ist das Kostbarste, was ich besitze. Walter. Ja? Ihr Bruder und Miss Dina warten Sie beim Essen. Ich weiß. Ich habe aber noch zu tun.
Möchten Sie vielleicht noch eine Tasse Tee? Nein, nein, danke. Sie können dann auch Feierabend machen für heute, Catherine. Mr. Talbot, also wenn Sie sich mal wirklich etwas Gutes gönnen wollen, ich meine nur, weil zwei Hotelgäste ihre Opernkarten zurückgegeben haben, also wenn Sie wollen, dann könnte ich mit... Ja. Schenken Sie sie dem Personal. Richard hat schon lange eine Abwechslung verdient. Das ist eine wirklich gute Idee, Catherine. Ja. Eine sehr gute. Ja, dann. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Wenn wir die Treppe hier freilegen, dann haben wir das Original wieder hergestellt. Der Raum wird dann größer. Kommt überhaupt nicht in Frage. Du kannst Sarahs Zimmer nicht ewig verriegeln. Ich möchte darüber nicht diskutieren. Verdammt doch mal! Wach endlich auf! Lebe endlich in der Gegenwart! Tom, wenn du hergekommen bist, um mich hier unter Druck zu setzen, dann kannst du... Bitte komm, hör doch auf damit. Ich bin nicht Jonathan Marco. Vielleicht hat er ja recht. Vielleicht bin ich wirklich schuld an Sarahs Tod. Ich habe immer an deine Unschuld geglaubt. Das weißt du. Ich bin dein Bruder. Ja, mein großer Bruder. Der sein Leben immer im Griff gehabt hat. Der Stolz unserer Eltern. Du hast dir doch immer nur die Rosinen rausgepickt. Du hast nicht mal davor zurückgeschreckt, mein Leben zu zerstören, nur um dich ein bisschen zu amüsieren. Also prahl nicht damit. Jetzt mach mal einen Punkt, ja? Solange ich mich erinnern kann, hast du versucht, in mein Leben zu pfuschen. Aber das eine Mal bist du zu weit gegangen, und ich schwöre dir, nur weil du hier diesen Umbau machst, habe ich dir das noch lange nicht verziehen. Du glaubst immer noch, dass ich an deiner Misere schuld bin. Aber dass du selber eine gehörige Menge dazu beigetragen hast, das kehrst du wie immer unter den Tisch. Auf jeden Fall möchte ich, dass diese Wand hier drin bleibt und dass die Treppe zu Sarahs Zimmer nicht freigelegt wird. Und der Umbau muss selbstverständlich für die Gäste absolut reibungsfrei ablaufen. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich habe ein Hotel zu führen. Dadurch machst du Sarah auch nicht wieder lebendig. Schlafen? Wie Einstein. Augen zu. Ja. Hey. Schön. Vitamine, Enzyme und Spurenelemente. Das wirst du auch brauchen bei dem Tagesprogramm. Was darf es für Sie sein? Tee oder Kaffee? Tee, bitte. Bitte schön. Ich liebe dieses Hotel. Die Landschaft, das Klima. Was hältst du davon, wenn wir heute fischen gehen? Du könntest dich auf die Klippen setzen und die Sonne genießen. Ach, Walter, du weißt doch, das ist nichts für mich. Stundenlang dasitzen und schweigen. Das mach ich lieber allein. Ich bleib hier, erhol mich am Strand oder am Pool. Aber den Abend hältst du bitte für mich, Walter, ja? Mal sehen. Fantastisch aus.
Ihr Mann wird stolz sein, dass er eine so sportliche Frau hat. Dankeschön, aber wir sind nur befreundet. Ach, wie man sich doch täuschen kann. Wir fanden gestern Abend, Sie sehen aus wie frisch verheiratet und in den Flitterwochen. Nach Heirat steht uns beiden wirklich nicht der Sinn. Ach nein? Nein. Hier, 25 Jahre. Nein, doch. Oh. Sehen Sie, und wir beide dachten, Sie und Ihr Mann wären hier in den Flitterwochen. Das sind wir auch, zum zweiten Mal. Wir hatten hier unsere Hochzeitsnacht. Oh, wie schön. Ja, und jetzt feiern wir hier unsere Silberhochzeit. Meine Güte, und Sie haben gelacht und geflirtet und haben so gewirkt, als hätten Sie sich eben erst kennengelernt. Tja. Oh, da kommt ja schon Ihr. Tom, mein bester Freund. Morgen. Guten Morgen. Darf ich vorstellen, das ist Tom Talbot. Und mein Name ist Eleanor Dean. Freut mich. Ich bin Kate Randwick. Na, bist du fit? Na, soweit ich das beurteilen kann, ist sie in Topform. Und was machen wir jetzt? Mit dem Fahrrad und zum Angeln. Gut. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Ach ja, Walter, mein Mann ist auch beim Angeln. Falls Sie ihn treffen, müssen Sie ihn von mir. Hm? Machen wir. Machen wir. Guck mal. Da. Unser Flitterwöchler. Sie sind nicht der Flitterwochen. Wir feiern Silberhochzeit. Aha. Na komm. Ja. Sag mal, hast du noch mit deinem Bruder gesprochen? Ja. Er hat teilweise andere Ansichten über den Umbau. Was stimmt eigentlich zwischen dir und ihm nicht? Wie kommst du denn da drauf? Ja, so wie ihr miteinander umgeht. Na ja. Er ist halt der kleine Bruder und ich bin halt der große Bruder. Das bringt naturgemäß Schwierigkeiten mit sich. Guck mal da vorne. Ha? Da ist ein guter Platz zum Angeln. Oh ja. Tom! Elena, beim Angeln quatscht man nicht. Da entspannt man sich. Tom! Elena! Mann, 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 halt ihn fest, halt ihn fest! Ja, so. Gut. Bitte da. Mann, 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 warum sagst du denn nichts? Beim Angeln quatscht man doch nicht. Wale, das ist ja ein Riesenbursche, der hat ja mindestens 3 Pfund. Ja, Mann! Ha? Ja, voll in dir. Oh, ja, komm her. Ja! Guck dir das an, das ist doch ein Prachtkerl. Das ist süß hier. Ja, da wohnt seit Jahren hier niemand mehr. Weißt du eigentlich, wem es gehört? Ja, im Grunde genommen gehört es zu Prido Place. Es ist ja traumhaft schön. Und, wieso nutzt das keiner von euch? Weil, naja, weil Frederik es vor Jahren Sarah geschenkt hat. Verstehe. Und seitdem ist es Sperrgebiet. Nicht ganz. Komm rein. Na? Ah, das ist ja romantisch, Tom. Ah. Komm, gib mir deinen Koffer. Ja. Die Decke. Mensch, stell dir vor, du kannst hier wohnen. Mhm. Jeden Morgen frühstücken auf der Veranda mit Blick aufs Meer. Ich glaube, das würde dir ziemlich schnell langweilig werden. Sarah war bestimmt gerne hier. Hm? Ja, sie war ziemlich oft hier. Sogar ganze Tage, wenn... Wenn was? Also ich bin hungrig. Ich auch. Was war das? Du, das ist ein Unwetter. Was? Ja. Das geht ja ziemlich schnell. Aber es wäre doch nur für ein paar Tage. Ich brauche Sie hier, Kathleen. Jetzt. Der neue Prospekt soll raus und die Hochsaison steht vor der Tür. Ja, und das Sommerfest, ich weiß. Das ist gar nicht so wichtig. Aber wir haben es schon seit 2 Jahren nicht mehr veranstaltet. Immerhin hat es Tradition. Ich weiß gar nicht, ob der ganze Aufwand lohnt. Aber natürlich. Mr. Tarbe, ich verspreche Ihnen, ich werde rechtzeitig wieder hier sein, um alles vorzubereiten. So gut. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Wenn Sie in spätestens 2 Wochen wieder hier sind, ist das vollkommen in Ordnung. Mr. Brightman? Talbot hier. Ja, ich habe jetzt das Geld. Gut, wenn es Ihnen recht ist, komme ich morgen vorbei.
Ja. Auf Sarah und auf dieses wunderschöne Haus. Auf die Zukunft. Sag mal, habe ich dir schon erzählt, was ich heute Nacht geträumt habe? Was nach der ersten Nacht in Erfüllung geht. Ist dein Fisch ins Netz gegangen. Ich hatte einen Albtraum, der hoffentlich nie in Erfüllung gehen wird. Oje. Und was? Ich habe geträumt. Ich habe geheiratet. Und wer war da Glückliche? Keine Ahnung. Ich weiß nur, ich stand da in einem weißen Brautkleid. Mit einem Hochzeitsstrauß in den Händen, aus lauter Veilchen, der ständig auseinandergefallen ist. Und das ist ziemlich bescheuert, was? Warum? Weil ich so einen Fehler bestimmt nie wieder machen werde. Ja, komm, wenn man einmal enttäuscht würde, schmeißt man doch nicht die Flinte ins Korn. Nein, 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 nein. Lieber bleibe ich allein, so wie du. Ein eingefleischter Junggeselle lebt einfach glücklicher. Ja, ich kann zwar tun, was ich will, und ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Aber der Preis ist auch ziemlich hoch, nämlich das Alleinsein. Sag mal, wieso hast du eigentlich nie mit einer etwas Festeres angefangen, ha? Kompromisse waren noch nie meine Sache. Ah. Traumfrau oder Solo? Tom, das perfekte Glück, das gibt's nicht. Nicht mal in der Liebe. Und was ist mit den Rheinwegs? Das waren andere Zeiten. Gut, die Zeiten mögen sich zwar ändern, aber doch nicht die Menschen und nicht die Art, wie sie fühlen. Ich glaube an die große Liebe. Die Menschen erkennen sie nur nicht immer. Auch wenn sie direkt davor stehen. Tom, ich... Das erste Mal. Nee, ich bitte, ich hab dir doch gesagt, ich lass mich auf nichts mehr ein. Weil du mich nicht liebst? Ach, Tom, ich lass mich auf dieses ganze Gerede von Liebe nicht mehr ein. Patrick hat mich wieder auf den Boden der Realität gebracht. Wahrscheinlich sollte ich ihm dafür dankbar sein. Ach komm, der Idiot wusste doch nie, was Liebe ist. Und du weißt es, ha? Nehme ich an. Ja. Tom, bist du mir aber einiges voraus. Du musst nur ein wenig Vertrauen haben. Tom, ich habe nicht einmal Vertrauen zu mir selbst. Es war wunderschön, ich danke dir, aber mehr ist nicht drin. Ich hoffe, Sie hatten Ihren Spaß in Sarahs Sommerhaus. Wieso? Woher wissen Sie? Das gehört doch zum Standardprogramm der Talbots. Guten Tag. Also ich weiß nicht, wer Sie sind und was Sie von mir wollen. Passen Sie gut auf sich auf. Sie sind noch zu jung zum Sterben. Wer war der Mann da draußen? Welcher Mann? Na, der Mann, der da draußen stand. Wer ist das? Ich weiß nicht, wen Sie meinen. John, der Mann mit dem Schnauzbart. Wer ist das? Ich habe da draußen keinen gesehen. Bedauern Sie ihn. Meine Schlüssel, bitte. Hier. Danke schön. Hallo. Oh, hallo. Alles in Ordnung mit Ihnen? Ja. Danke schön, Herr Bobby. Mr. Marco war wieder hier.
Na komm. Siehst du? So ist das. Zuerst gehst du ihr an die Angel und dann will sie dich nicht haben. Das ist die beste Zeit, um die dicksten Fische zu fangen. Ja, das dachte ich mir auch. Haben Sie Ihre hübsche junge Frau gelassen? Sie ist nicht meine Frau. Leider. Ah, ich verstehe. Sie kann sich nicht entscheiden. Das ist immer das Gleiche bei den Frauen. Nee, nee, nee. Mein Vorgänger hat ihr übel mitgespielt. Ja, das kenne ich. Als ich Kate damals kennenlernte, war sie mit so einem Mann zusammen, der eine kleine Segelschule besaß. Ja, Sie wissen schon, einer von der Sorte, für die Treue ein Fremdwort ist. Kate dachte natürlich, bei ihr wäre das was anderes. Naja, und ich durfte dann den Seelentröster spielen. Das kenne ich von irgendwoher. Es ist immer das Gleiche mit der Liebe. Wenn der eine will der andere nicht. Und umgekehrt. Kate hat 5 Heiratsanträge von mir abgelehnt. Weil sie dachte, ich wäre so ein toller Hecht, der 5 Bräute an der Hand hat. Dabei waren es nur 3. Aber ich wollte eben nur die eine. Und ich will nur Eleanor. Naja, lassen Sie ein bisschen Zeit. Auf die Frauen. Auf die Frauen. Ja. Elena. Oh, hallo, Frederick. Ich habe gehört, dir ist Jonathan Marco begegnet. Tja, wenn du den freundlichen Herrn meinst, der mir geraten hat, auf mich aufzupassen. Er war Sarahs Verlobter. Allerdings hat sie sich von ihm getrennt, bevor sie mich kennengelernt hat. Das will er einfach nicht wahrhaben. Seitdem schnüffelt er hier dauernd herum, um mir irgendeine Mitschuld an ihrem Tod zu beweisen. Aber jetzt ist Schluss damit. Ich werde Anzeige gegen ihn erstatten. Wegen übler Nachrede. Ach komm, das bringt doch auch nichts. Ignoriere ihn einfach. Ist wahrscheinlich das Beste. Er hat dich ganz schön erschreckt. Ich werde es überleben. Sag mal, wo ist eigentlich Tom? Keine Ahnung. Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Er hat mir erzählt, du hast gekündigt. Ja, das auch. Elena, ich weiß zwar nicht, was du in nächster Zeit vorhast. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Aber ich könnte ja gut eine Grafikerin gebrauchen. Ich möchte den Hotelprospekt neu gestalten, ein bisschen moderner. Wir wollen unsere jüngere Kundschaft nicht aus dem Auge verlieren. Catherine wollte sich eigentlich drum kümmern, aber sie ist in nächster Zeit nicht da. Und eine fachkundige Hand wäre doch da sicher ganz hilfreich. Ja, gern. Nur das Zimmer ist ab morgen wieder vergeben. Ich glaube, ich hätte da was für dich. Wird dir bestimmt gefallen. Hallo! Zeit für eine Erfrischung. Oh, danke, Kate. Das ist aber sehr aufmerksam von dir. Hallo? Sie sind hier? Ja. Ich leiste Ihrem Mann Gesellschaft. Eleanor ist im Hotel, falls Sie sie suchen. Naja, aber... Was aber? Da müssen Sie jetzt dranbleiben. Haben Sie ja den richtigen Ratgeber gefunden. Naja, man muss ja schließlich zusammenhalten, nicht? Ja. Naja, dann packe ich's mal. Ich halte Ihnen die Daumen. Danke. Du kannst natürlich so lange hier bleiben, wie du willst. Ja, es ist ja sehr schön, das Zimmer, aber wird es denn nicht vermietet? Nein. Es war Sarahs Zimmer. Ach so. Wenn sie allein sein wollte, hat sie sich hierher zurückgezogen. Ich habe auch alles so gelassen, wie es war. Ich werde das alles natürlich wegräumen lassen für sie. Waren wir nicht beim Du? Heißt das, du nimmst den Auftrag an? Wer würde schon ablehnen, in dieser Umgebung zu arbeiten? Danke. Oh, ich habe dir zu danken. Ich bin froh, dass ich nicht mehr nach Truro zurück muss. Wegen Tom?
Sagen wir mal, wegen der Männer im Allgemeinen. Ich habe mir gerade dermaßen die Finger verbrannt, dass es mir für die nächste Zeit reicht. Und nach sowas, da braucht man wieder einige Zeit für sich selbst. Ja, das ist genau der Punkt. Wenn mich nur manchmal nicht so der Mut verlassen würde. Ja, das kenne ich. Es gab Zeiten nach Servas Tod, da wollte ich morgens gar nicht mehr aufstehen. Naja, aber das Leben geht weiter. Und du wirst sehen, was wir auf Prido Place alles für dich zu tun haben. Oh, Frederick, ich bin so froh, dass ich hier bleiben darf. Selbst den Tipp gegeben, wieder in der Gegenwart zu leben. Und genau das tue ich jetzt. Eine etwas plötzliche Anwandlung, findest du nicht? Du wirst doch nicht etwa eifersüchtig sein. Danke, die Kisten bringe ich dann selbst weg. Es geht nicht um mich, es geht um Eleanor. Ach ja? Eleanor hat genug mitgemacht in letzter Zeit. Und warum lässt du sie dann nicht einfach in Ruhe? Sie braucht jetzt Zeit für sich. Für sich ganz allein. Danke, Sie können dann auch gehen. Die Gefühle anderer Menschen haben dich ja noch nie sonderlich interessiert. Hauptsache, du bist mal wieder zum Zug gekommen. Jetzt hör mal zu. Das ist eine Angelegenheit zwischen mir und Eleanor. Also misch dich nicht ein, ja? Das tue ich ja gar nicht. Aber ich lasse nicht zu, dass du ihr weh tust. Ach, ich tue ihr weh? Das ist ja interessant. Besonders glücklich war sie nicht, als sie gestern Nachmittag zurückkam. Also lass die Finger von ihr. Sie will nichts von dir. Danke für den Ratschlag, Bruderherz. Und Tom? Ich wusste gar nicht, dass du noch einen Schlüssel zum Sommerhaus besitzt. Selbstverständlich, Mr. Wendell. Oh, der ist ja mein junger Freund. Hallo. Na, wie stehen die Aktien? Die Aktien sind im Keller. Ach, es tut mir aber leid. Tja, ich muss zurück nach Toro. Die Arbeit wartet. Machen Sie sich eine schöne Zeit mit Ihrer Frau. Sie sind wirklich zu beneiden. Ich habe auch hart dafür gekämpft. Ja. Ach, wenn Sie mal in London sind, dann besuchen Sie mich doch. Ja, gerne. Mache ich doch. Warten Sie mal ab. In einer Woche kann das schon wieder ganz anders aussehen. In der Liebe werden die Karten immer wieder neu gemischt. Und Sie wissen ja, aus den Frauen wird man nie schlau. Tja. Grüßen Sie Ihre Frau von mir. Danke. Wiedersehen. Walter, du wirst es nicht für möglich halten, aber ich bin fertig. So, dann können wir. Danke, dass Sie mich mitnehmen. Danke, dass Sie mir Gesellschaft leisten. Ich wollte noch mit dir reden gestern. Ich wollte dir nicht wehtun, ich wollte nur... Deinen Spaß? Ich hoffe, den hattest du. Ich habe mich dazu etwas hinreißen lassen. Das hat nichts mit dir zu tun, im Gegenteil. Ich dachte, ich kenne dich gut genug. Manche Ereignisse verändern eben die Seele eines Menschen. Ich kann ja verstehen, dass du nach der Sache mit Patrick etwas vorsichtiger geworden bist. Aber... Kein Aber. Dann wünsche ich dir mit deiner neuen Lebensphilosophie viel Glück. Es tut mir leid, dass ich dir zu nahe getreten bin. Barry? Ja? Da bist du. Ich sehe dich schon im Garten. Stech? Nein, ich wollte sowieso gar nicht rüberkommen. Mensch, ist das süß. Ist das noch aus eurer Kinderzeit? Das habe ich mal bei einem Trödler gekauft für unsere Kinder. Entschuldige, das habe ich nicht gewusst. Tut mir leid. Das musst du nicht leid tun. Was vorbei ist, ist vorbei. Ist alles in Ordnung bei dir? Ja, ja. Alles bestens. Ich wollte noch schon ins Dorf runterfahren. Kommst du mit? Du, eigentlich wollte ich mit dir über die Entwürfe sprechen. Ach, das hat Zeit. Komm, lass dich mal überraschen. Na gut, wenn du meinst.
Wo fahren wir eigentlich hin? Lass dich überraschen. Mr. Talbot, hallo. Hallo, Mr. Brightman. Das ist Miss Eleanor Dean. Sie entwirft den neuen Prospekt für Prideaux Place. Sehr erfreut. Schön, dass wir uns doch noch einig geworden sind. Ja, das finde ich allerdings auch. Danke. Dann lassen Sie doch mal sehen, das gute Stück. Gern. Das ist ja... Ab sofort meiner. Es sind zwar noch ein paar Kleinigkeiten daran zu reparieren, aber ich bin überzeugt, Sie kriegen das hin. Bestimmt. Er hat eine Weile gestanden. Mal sehen, ob er noch anspringt. Eleanor, wir sehen uns im Prideaux Place. Und fahr vorsichtig. Auf Wiedersehen, Miss Dean. Wiedersehen, schönen Tag noch. Haben Sie sich schon für einen der beiden Talbots entschieden? Ich bin nur eine gute Freundin des Hauses. Das war Sarah auch, bis sie Talbot geheiratet hat. Einen schönen Oldtimer hat er sich gekauft, nachdem er ihre Lebensversicherung kassiert hat. Hören Sie, ich möchte mich da nicht einmischen. Das sollten Sie auch nicht, das wäre zu gefährlich. Ist das nicht Frederick Talbots Wagen? Ja. Sie sollten vorsichtig sein. Mit einem ähnlichen Fahrzeug ist Sarah verunglückt. Die Bremsen. Hören Sie, Mr. Marco. Diese Sache mit Sarah tut mir wirklich außerordentlich leid, aber ich kann nicht beurteilen, wer damals Schuld hatte. Frederick Talbot repariert seine Autos immer selbst. So auch das von Sarah. Ich denke, Frederick hat Sarah sehr geliebt. Geliebt? Der weiß doch gar nicht, was Liebe ist. Hat er Ihnen nicht gesagt, dass ich Sarah scheiden lassen wollte? Und er dadurch die Tilgung für die Hotelrenovierung nicht mehr hätte zahlen können? Wie? Und welch sonderbarer Zufall, dass ausgerechnet dann die Bremsen versagten, die er zuvor repariert hatte. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Und fahren Sie vorsichtig. Schon dir wäre etwas passiert. Mr. Renwick hat einen Herzinfarkt auf dem Golfplatz. Oh mein Gott. Weiß Mrs. Renwick schon davon?
Ja, sie ist bei ihm. Dr. Simon? Jeden Tag, wenn er aus dem Haus gegangen ist, hat er mir gesagt, dass er mich liebt. Ich habe ihm dann so lange nachgewunken, bis ich ihn nicht mehr gesehen habe. Man kann nie wissen, wann man sich wieder sieht, hat er immer gesagt. Mrs. Renwick, ich möchte Ihnen sagen, dass ich für Sie da bin, wann immer Sie mich brauchen. Ich werde Walter hier bestatten lassen. Dem kleinen Friedhof über der Küste. Er hat das Meer so sehr geliebt. Irgendwann müssen wir uns alle einmal trennen. Walter und ich, wir waren uns darüber im Klaren, dass wir die meisten Jahre bereits hinter uns hatten. Trotzdem. Es ist ein unendlicher Schmerz, wenn es dann plötzlich Abschied nehmen heißt. In meinem Herzen wird Walter immer weiterleben. Es ist der einzige Trost, den ich habe. Wer war's denn? Es wurde aufgelegt. Wahrscheinlich falsch verbunden. Aha. Haben Sie schon ein Hotelzimmer? Ja, es ist gleich in der Nähe, weiter oben am Fluss. Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen. So eine Scheidung ist eine reine Formsache. Und morgen sind Sie wieder frei. Ja. Das Problem ist nur, morgen werde ich dem Mann gegenüberstehen, der mir so weh getan hat wie sonst keiner. Wie lange waren Sie denn verheiratet? 4 Jahre. Und während der ganzen Zeit hat er mich mit einer anderen betrogen. Und hat 2 Kinder mit ihr in die Welt gesetzt. Nach so einer Zeit ist das ziemlich schwierig, wieder Vertrauen zu fassen zu einem anderen Menschen, ne? Zum Glück habe ich meine Arbeit im Prido Place. Aber lassen Sie uns nicht mehr drüber reden. Haben Sie schon was gegessen? Nein. Also ich habe Hunger. Sie auch? Ja. Na dann. Kommen Sie, ich nehme das. Ja. Hast du Tom erreicht? Nein, er ist nicht zu Hause. Wenn du möchtest, kann ich es ja später noch mal versuchen. Ja, es ist vielleicht besser so. Wie geht's Mrs. Renwick? Du, den Umständen entsprechend, der Arzt hat ihr ein leichtes Beruhigungsmittel gegeben, damit sie ein bisschen schlafen kann. Wenn einem das Liebste genommen wird, dann ist das so, als ob ein Teil von einem selbst stirbt. Du hast mir gar nicht gesagt, dass Sarah sich von dir scheiden lassen wollte. Du hast Marco wieder getroffen. Habe ich recht? Und jetzt glaubst du, ich habe Sarah umgebracht. Um die Lebensversicherung zu kassieren und mir ein Auto zu kaufen. Nein,
Nein, das glaube ich nicht. Aber... Aber was? Naja, du hast es eben nie erwähnt. Das ist eine lange Geschichte. Lang und kompliziert. Tatsache ist, dass wir es noch mal versuchen wollten. Und dass Sarah schwanger war. Ach, deshalb das Schaukelpferd. Ja. Wenn Marco das noch endlich kapieren würde. Du, Mrs. Renwick hat mich gebeten, sie zum Friedhof zu begleiten. Sie möchte in aller Stille von ihrem Mann Abschied nehmen. Kommst du mit? Nein, ich kann da nicht hingehen. Tut mir leid, aber das geht nicht. Asche zu Asche, Staub zum Staube, in der Hoffnung der Auferstehung zum ewigen Leben, auf unseren Herrn Jesus Christus. Bitte. Mrs. Renwick, soll ich... Lassen Sie mich noch einen Moment allein hier. Im Moment nicht weiß wie. Das Traurige gehört zum Leben wie das Heitere. Wie Hass und Liebe, Tag und Nacht. Wenn es den Schmerz nicht gäbe, könnten wir die Freude nicht empfinden. Das ist der Kreislauf der Dinge. Die Erinnerung an eine schöne Zeit mit einem geliebten Menschen gibt uns die Kraft, die Trauer zu überstehen. Walter wird mir immer fehlen. Aber meine Liebe zu ihm geht weit über den Tod hinaus. So, damit wäre die Sache ausgegangen. Ja, Gott sei Dank. Das Scheidungsurteil wird Ihnen dann vom Gericht zugestellt. Ja, vielen Dank nochmal. Alles Gute, Wiedersehen. Danke, Wiedersehen. Ja, alles klar? Vor Ihnen steht eine freie Frau. Gratuliere. George hielt es nicht einmal für nötig, selbst anwesend zu sein, aber... Ich bin ihm nicht böse. Im Gegenteil. Und wie sehen die Zukunftspläne aus? Arbeiten, mich um Prido Place kümmern. Und um Frederik. Ich denke, er kommt ganz gut alleine zurecht. Das glaube ich allerdings nicht. Hierbleiben. Aber ich kann ja nicht ewig vor London davonlaufen. Vor all den Formalitäten, den vielen Fragen. Mir wird jetzt schon ganz übel, wenn ich nur daran denke. Wenn Sie lieber noch etwas hierbleiben möchten. Nein, nein. Du sollst dem Schicksal in den Rachen greifen. Hat Walter immer gesagt. Passen Sie auf sich auf. Ja. Wenn Sie meine Hilfe brauchen, ich bin immer für Sie da. Jetzt regeln Sie erst mal Ihr Leben. Geben Sie ihm eine Chance, Ihrem besten Freund. Er betet Sie an. Ja, da bin ich nicht so sicher. Als ich neulich angerufen habe, war eine Frau im Apparat.
Kindchen. Vielleicht war es eine Tante, eine Schwester, seine Putzfrau. Was weiß ich. Fragen Sie doch einfach mal. Mrs. Renwick, soll ich Ihnen nicht lieber doch ein Taxi rufen? Nein, nein. Aber wenn Sie ein Abschiedsfoto von mir machen würden, Walter hätte das so gewollt. Gut. Das ist ganz leicht zu finden. Sie fahren immer die Hauptstraße entlang und biegen an der zweiten Kreuzung links ab. Das können wir. Vielen Dank. Und einen angenehmen Aufenthalt wünsche ich Ihnen bei uns. Ah, Augenblick bitte, Miss Dean. Ja. Das hier wurde vorhin durch einen Boten für Sie abgegeben. Oh, der neue Prospekt ist da. Sehr gut. Sagen Sie, wissen Sie, wo ich Mr. Talbot finde? Er ist hinten in der Garage. Was ist denn das? Oh, das sind nur die Handwerker. Sie führen oben ein paar kleinere Reparaturen durch. Ah, ja. Frederick! Ja? Frederick? Kommst genau im richtigen Moment. Das Werk ist vollendet. Also weißt du, ich kenne mich ja mit Autos nicht so gut aus, aber der sieht schon sehr gut aus. Das ist ein Prachtstück. Wie wär's mit einer kleinen Probefahrt? Wenn du den Entwurf hier abgesegnet hast. Muss das jetzt gleich sein? Mhm. Aber du bist ja schlimmer als Catherine. Also gut, ich zieh mir schnell was anderes an, schau ich mir den Wurf an und dann machen wir eine Probefahrt. Einverstanden? Einverstanden. Und, was sagst du? Die 8 Zylinder klingen fabelhaft. Stimmt. Sind aber nur 6. Klingt trotzdem gut. Hast du denn keine Angst? Wovor? Wegen der Bremsen. Du, ich mache mir mein eigenes Bild von den Menschen. Ich habe seit Servas Tod kein Auto mehr angerührt. Das ist das erste Mal. Wollen wir ein bisschen spazieren gehen? Ja, gern. Dann fahr ich runter zu den Klippen, ja? Hast du von Tom noch mal was gehört? Nein. Du? Nein. Aber unser Kontakt beschränkt sich ohnehin nur auf das Nötigste. Also ich hoffe, ich bin nicht der Grund dafür. Nein. Sondern? Hast du das Tom mal gefragt? Ja, natürlich, aber ich hab nicht wirklich eine Antwort von ihm bekommen. Das hätte mich auch gewundert. Weißt du, als Sarah und ich, als wir uns nicht so gut verstanden haben, da... Naja, da hatten Sarah und Tom einen sehr engen Kontakt. Hast du mein Zwergenverhältnis? Mein eigener Bruder hatte mir die Frau ausgespannt. Und das Baby? Ich denke, Sarah war schwanger. Sie hat mir versichert, dass das Kind von mir war. Und ich wollte uns noch mal eine Chance geben, weil ich sie wirklich geliebt habe. Bist du sicher, dass Warum fragst du ihn das nicht selbst? Ich habe eh keine Lust mehr, drüber nachzudenken. So, ich muss jetzt zurück. Ich bin heute Chef de Cuisine. Was, du? Ja, ich bin gelernter Koch. Weil Richard heute frei hat und mein Lammbraten in Minzsoße über Prido Place hinaus bekannt ist, muss ich heute kochen. Darf ich ein Mäuschen spielen? Gerne. Thank you.
schön, wieder hier zu sein. Na kommen Sie, gehen wir erstmal rein. Ne? Gehen Sie nicht voraus, ich möchte noch einen Augenblick alleine sein. Na gut. Ja? Und? So. Die kann ich ja schon nehmen. Ja? Mit der linken Hand die Zwiebel fest. Was ist, wenn du mir jetzt in den Finger schneidest? Dann hast du kein Vertrauen. Nicht so schnell. Umbe. So. Stell. Hi, Tom. Schön, dass du auch mal wieder vorbeischaust. Das ist immerhin deine Baustelle da oben. Ja, deshalb bin ich hier. Hast du Catherine wieder mitgebracht? So. Die wartet draußen. Eleanor, kann ich dich kurz sprechen? Kein Problem. Du scheinst dich ja hervorragend zu amüsieren, wie ich sehe. Hast du ein Problem damit? Die Ereignisse verändern die Seele des Menschen, oder wie war das? Du hast überhaupt keinen Grund, hier den Moralapostel zu spielen. Was soll das denn jetzt? Denk doch einfach drüber nach. Vielleicht fällt es dir ein. Eleanor! Eleanor! Kannst du mir bitte erklären, was ich falsch gemacht habe? Okay, du willst nicht mit mir reden. Meinetwegen. Aber ich finde es nicht gut, wie wir uns benehmen. Aber das...
Elena, ich meine, ich hab... Du bist für mich... Wir sind besonders köstlich. Bitte. Oh ja, danke. Catherine? Ja? Oh Gott. Mr. Tarbert, es tut mir leid, ich weiß nicht... Ich kann durchaus verstehen, wenn Sie private Probleme haben. Ich habe ihn extra freigegeben, um das in Truro zu regeln. Und vielleicht sollten Sie sich doch noch mal 2 oder 3 Wochen Urlaub gönnen, ja? Meine Damen und Herren, jetzt ist endlich Wunschzeit. Jeder von Ihnen, der einen Wunsch hat, lässt auf mein Zeichen hin seinen Ballon fliegen. 1, 2, 3. Hoffentlich geht dein Wunsch in Erfüllung. Vielleicht ist er schon längst in Erfüllung gegangen. Oh, ich dachte, du hättest vergessen, das Licht abzudrehen. Ich konnte einfach noch nicht schlafen. Ja, ich auch nicht. Tja, magst du einen Schluck? Ich bleib lieber dabei. Es war ein aufregender Tag heute, was? Ja. Hast du dich mit Tom wieder versöhnt? Ja. Ja, das hab ich. Man muss der Zukunft doch einfach eine Chance geben. Hm? Und du meinst, ich sollte das auch tun? Jeder sollte das. Ich weiß auch, dass die Vergangenheit vorbei ist, aber... Ja, ich habe mit Sarah einfach zu viele Fehler gemacht. Dann mach sie jetzt nicht wieder. Was soll das denn hier? Ich kündige. Was? Ihr Bruder hat mir nahegelegt, mein Privatleben erst einmal in Ordnung zu bringen. Wahrscheinlich hat er auch recht damit. Schließlich hat er mich eingestellt, damit ich ihn entlaste und nicht belaste. Hören Sie mal, wenn in den letzten Jahren hier eine Belastung war, dann waren das mit Sicherheit nicht Sie, sondern
sondern mein Bruder. Nein, 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 das war schon in Ordnung. Trauer um Sarah. Rechtfertigt nicht alles. Hören Sie, Catherine, ohne Sie hätte mein Bruder dieses Hotel doch nie führen können. Sie waren hier der rettende Engel. Tja, vielleicht war ich das sogar. Aber das ist Ihrem Bruder nie aufgefallen. Er registriert mich ja noch nicht mal, obwohl ich... Ja, ich weiß, Catherine, ich weiß. Können Sie den Brief bitte Mr. Talbot geben? Nein, 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 geben Sie mir den Brief. Da. Gratuliere, Bruderherz, das hast du wieder mal wunderbar hingekriegt. Na? Bist du zufrieden? Du schaffst es immer wieder, die Menschen am schlechtesten zu behandeln, die dich am meisten mögen. Was ist denn los? Catherine steht unten und will abreisen, und zwar für immer. Du benutzt die Menschen, wie es dir gerade passt. Sarah, Catherine, Eleanor. Eleanor ist wahrscheinlich auch nur ein Spielzeug von dir, was? Was sagst du mir? Du? Du gehst mit meiner Frau ins Bett und hältst dir jede Moral predigt? Ja. Für was hältst du dich eigentlich? Deine Frau, ja? Deine Frau ist zu mir gekommen, weil du sie nicht behandelt hast. Auf! Sei doch vernünftig! Bitte komm, lass mich in Ruhe, ja? Tom, ich will dir doch... Wir sollten sowieso miteinander sprechen. Wir sollten uns das alles noch mal in Ruhe überlegen. Wovon sprichst du eigentlich? Du solltest erstmal deine Freiheit genießen. Und da will ich dir nicht im Weg stehen. Aber Tom, was redest du denn da? Ich nehme schon meine Freiheit, wenn ich sie brauche. Und genau das ist der Punkt. Catherine? Ich wollte nur noch mal Abschied nehmen. Mein Taxi kommt gleich. Es tut mir leid, dass ich gestern so ekelhaft zu Ihnen war. Catherine, ich brauche Sie hier. Sie sind das Beste, was mir in den letzten Jahren passiert ist. Wenn Sie jetzt gehen, dann weiß ich nicht, wie ich das alleine... Bitte bleiben Sie hier. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Natürlich würde ich viel lieber bleiben. War bestimmt oft nicht leicht, mich zu ertragen. Aber die Wut und die Trauer über das, was passiert ist, hat mir die Lust am Leben genommen. Ich war wahrscheinlich ziemlich unausstehlich. Ja. Aber jetzt habe ich wieder Lust zu leben. Das wäre schön, wenn Sie... wenn du dieses Leben mit mir teilen würdest. Du kannst sie haben.
will deinem Glück nicht nochmal im Weg stehen. Wie? Ich hab doch Augen im Kopf. Ich weiß doch, was zwischen dir und Eleanor läuft. Und ich will denselben Fehler nicht nochmal machen wie bei Sarah. Das finde ich wirklich nett von dir. Ich will nichts von Eleanor. Und was war letzte Nacht? Da hat sie mir erklärt, wie sehr sie dich liebt. Und dass man der Zukunft eine Chance geben muss. Ja? Ja. Ich bin ja wohl der größte Idiot, der hier rumläuft, was? Nein, nein. Der bin schon ich. Danke. Ich danke dir. Ohne dich hätte ich nie gemerkt, dass ich Catherine... Ja, also, dass Catherine und ich, wir beide... Weißt du, wo Eleanor ist? Ich denke, es gibt nur einen Ort, wo sie sein könnte. Sommerhaus. Genau. Weißt du, mit deinem Wagen? Meiner ist leer. Schloss gesteckt. Missverstanden. Deshalb hat er so reagiert. Glaub du und ich, wir hätten besten. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, ich hab's ihm erklärt. Er ist mit meinem Wagen gerade zum Sommerhaus gefahren. Das ist Bremsflüssigkeit. Marco, ich bin ihm vorhin hier begegnet, aber ich habe mir natürlich nichts dabei gedacht. Los, komm, schnell. Bruderherz. Tom! Tom! Bist du okay? Ja. Also, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Und dann sind Sie als Staatsanwalt, an dem ich das verspreche, gehen. Raus hier, ja? Bitte raus hier. Ja! Glauben Sie denn wirklich, ich habe Sie nicht geliebt? Denken Sie allen Ernstes, ich hätte jemals was antun können? Sie hätten fast meinen Bruder umgebracht. Ich warne Sie, Marco. Wagen Sie es ja nicht, jemals wieder einen Fuß auf Prido Place zu setzen und mich und meine Familie in den Dreck zu ziehen. Es gibt mehr als genug Zeugen, die Sie gesehen haben. Und es liegt auch in Ihrem Interesse, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Mrs. Renwick! Herzlichen Glückwunsch! Das ist für Sie beide. Für die schönste Zeit zu zweit. Vergessen Sie niemals, die Uhr kann man Ihnen stehlen. Die wertvollen Stunden Ihres Lebens nie. Ich
Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Komm, ich gratuliere dir. Danke dir. Alles Gute. Danke dir. Hier, es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber das ist mein Hochzeitsgeschenk für dich. Und du bist ja verrückt. Du bist ja absolut verrückt. Meine Güte, ist es nicht jammerschade, dass wir nicht für immer hier bleiben können? Naja, nicht für immer, aber ab und zu. Was ist das? Das Hochzeitsgeschenk von Frederik. Aber ist das nicht? Das Sommerhaus, genau. Sind ich dir verrückt? Das habe ich ihm auch schon gesagt. Komm. Hey, der Brautstrauß. Du musst den Brautstrauß werfen. Deswegen hätte ich was vergessen. Achtung und...